herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch im Planetarium. Es ist wahnsinnig laut um mich herum, deswegen werde ich jetzt auch mal mich beeilen. Ich bin allerdings auf der falschen Seite. Wir müssen versuchen, das Planetarium zu aktivieren. Okay, ich dachte, da passiert jetzt irgendwas. Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass ich auf die andere Seite noch laufen muss und die anderen beiden noch machen muss. Ja, ich mach weiter. Das hättest du mir nach dem ersten sagen sollen. Jemand muss das Planetarium in Gang halten. Ihr könnt mich rügen, wenn ich zurück bin. Daran werde ich euch erinnern. Verstanden? Ja, ich bin mal wieder die Einzige, die mit muss, ne? Scheiße. Ihr werdet euch wirklich einfach durch die Leere schleudern und auf das Beste hoffen? Jo. Mach ich öfter mal. Sieht wohl so aus. Ich hatte wirklich gehofft, dass Verandis doch ein Ass im Ärmel hat. Ich schätze, nun bleibt nichts anderes mehr zu tun, als Radar al-Saran etwas in seine selbstgerechte Visage zu rammen. Bringt einfach nur Verandis zurück. Versprecht es mir. Ich werde alles tun, was ich kann. Das solltet ihr besser. Der einzige Grund, aus dem ich einwillige, zurückzubleiben, ist, dass ihr mit ihm geht. Die Leute, denen ich diese Aufgabe anvertrauen würde, kann ich an einem Finger abzählen. Also erledigt diese Sache. Wir warten schon darauf, alles darüber zu hören, sobald ihr zurück seid. Bis dann, Gwendis. Nun, so ist es wohl. Dieses Portal führt zu Radar al-Saran, zum Schwarzsturm und zum Ende von all dem hier. Was immer es auch sein mag. Werdet ihr und Fenorian hier alleine zurechtkommen? Jetzt hört ihr euch an, wie Verandis vor einer Reise. Ich schwöre, diesen Ort nicht zu verwüsten, solange ihr weg seid. Und falls die graue Schar auftaucht, um Ärger zu machen, werde ich auch sie daran hindern, ihn zu verwüsten. Also geht jetzt endlich, ehe ich es mir anders überlege. Das ist es also. Alles, was in Windhelm, Einsamkeit und Markart geschehen ist, es führt alles hierher, zu Radar al-Saran. Seid ihr bereit, Radar al-Saran gegenüberzutreten? Mehr als bereit. Ich habe meine Klinge Thronen und noblen Aufgaben verschworen, doch mein Blut und meine Knochen sind die einer Nord. Wenn Radar al-Saran meint, mein Heimatland verwüsten zu können und damit durchzukommen, hat er sich gewaltig geirrt. Und außerdem, wer hält euch sonst den Rücken frei? Verandis sagte, wir kommen vielleicht nicht zurück. Wollt ihr mich verscheuchen? Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Doch falls wir auf irgendeiner verlorenen Ebene im Reich des Vergessens landen, könnte ich mir schlechtere Gesellschaft vorstellen. Nun, lassen wir das Gerede sein und bringen wir diesen Bastard um. Abgemacht. Ich kann nicht gerade sagen, dass ich mich auf einen weiteren Spaziergang im Reich des Vergessens freue. Ich habe schon genug davon für 10 Lebzeiten gesehen. Machen wir eine kurze Reise daraus, in Ordnung? Irgendwelche Vermutungen, was wir da gerade entgegenstürmen? Jeder Ort, den ich im Reich des Vergessens besucht habe, war anders. Ketten und Maschinen für Molag Bal, endlose Bibliotheken für Hermeus Mora. Jedes Reich wird von seinem Fürsten geprägt. Doch Radar al-Saran hat sich für einen Ort jenseits ihrer Reichweite entschieden. Ich schätze, wir finden es bald heraus. Tja. Finn. Ich kann es fast verstehen. Radar al-Sarans Streben, meine ich. Die Unannehmlichkeiten des Daseins mit diesem Fluch suchen mich schon so lange heim. Der Gedanke an das, was mich im Nachleben erwartet, erfüllt mich mit ebenso viel Grauen. Jeder würde versuchen, dem zu entgehen. Führt euch Radar al-Sarans Angebot in Versuchung? Ich würde lügen, wenn ich es abstreiten würde. Doch der Preis der Erlösung ist zu hoch.
Radha Al-Saran wird Tausende von Seelen zu einem Schicksal schlimmer als der Tod verdammen, damit er und seine Auserwählten entkommen können. Ich brauche keine Ewigkeit, in der dies auf meinem Gewissen lastet. Radha Al-Saran wird sich schon sehr bald für all seine Taten verantworten. Ihr und mein Vater werdet diese Sache zu Ende bringen. Das weiß ich. Aber kommt einfach zurück, in Ordnung? Ihr schuldet mir beide noch eine ordentliche Wiedervereinigung. Ich werde es versuchen. Ich werde alles tun, was ich kann, um die Ausrichtung des Planetariums beizubehalten. Doch ich weiß nicht, wie lange ich das schaffe. Ich glaube nicht, dass es gebaut wurde, um der Belastung standzuhalten, wenn solche Macht durch es strömt. Ihr sagt, es war gar nicht als Tor gedacht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Dwemer das hier als ein Observatorium zur Kartierung der Leere gebaut haben. Was wir machen, ist eher so, als würden wir ein Teleskop in unergründlich tiefes Wasser versenken, damit wir durch dessen Rohr rutschen können, ohne nass zu werden. Lasst uns hoffen, das Rohr schlägt nicht leck. Ja, Verandes. Wir stehen kurz davor, ins Unbekannte zu reisen. Nehmt euch einen Augenblick. Sprecht mit unseren Gefährten. Schließt, wenn möglich, Frieden mit eurer Seele. Sobald ihr bereit seid, werden wir gemeinsam das Portal betreten. Ich erbe gar keine Seele. Doch, die haben wir ja wieder geholt. Habt ihr etwas, was ihr sagen wollt, bevor wir gehen? Nein. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich weiß, das ist persönlich für euch. Ich biete euch nur ein offenes Ohr an. Ich habe mein ganzes Leben daran gearbeitet, für meine ersten Jahre als Vampir Buße zu tun. Radha Al-Saran hat sich große Mühe gegeben, mich an meine Verdammnis zu erinnern. Ich kann die Finsternis, die mein Blut durchströmt, immer noch nicht beherrschen. Vielleicht kann ich nicht tun, was getan werden muss. Ich habe gehört, es gebe keine Verdammnis, sondern nur Seelen, die Hoffnung verloren haben. Diese Worte suchen mich immer wieder heim. Bei ihnen fühle ich mich jedes Mal wie ein Narr. Sowohl, weil ich sie sagte, als auch, weil ich sie anzweifelte. Von hier aus mögen die Dinge hoffnungslos erscheinen. Doch von der anderen Seite hat man womöglich eine bessere Sicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Ich folge euch auf dem Fuße. Das Portal ins Schwarze Herz steht offen und erwartet uns. Lasst uns hoffen, dass es dorthin führt, wohin wir denken, dass es führt. Seid ihr bereit, Radha Al-Saran gegenüberzutreten? So bereit, wie ich es je sein könnte. Ich habe diesmal nicht die Möglichkeit, einfach davonlaufen zu können. Gehen wir. Je wacher das Schwarze Herz wird, desto schwieriger fällt es mir, mich zu konzentrieren. Es ist wie eine durchgängige Beschallung mit einem Lärm, den ich zwar nicht hören, aber auf jeden Fall spüren kann. Ich kann ihn gerade hören im Hintergrund. Wie funktioniert dieses Planetarium genau? Genau? Ich habe keine Ahnung. Doch Radha Al-Saran hat alles auf einen bestimmten Ort ausgerichtet. Ich spüre, wie sich der Schwarzsturm zusammenbraut. Er muss also Erfolg gehabt haben. Natürlich könnten die chaotischen Kräfte unsere Bahn auch ablenken und uns in die Weiten der Leere schleudern. Ich werde auf das Beste hoffen. Ja, dann kommt. Kommt zurück, bevor Phenorian sich langweilt. Ich will euch nicht selbst holen müssen. Wir bemühen uns um eine baldige Rückkehr. Bis bald, Freunde. Springen wir in das klaffende Portal oder nicht? Wir springen, Lyris. Wir springen. Hallo? Ach, sucht nach euren Gefährten. Okay. Ich wollte gerade sagen, wieso sind die jetzt nicht da? Es ist schon wieder verpackt. Ah. Zurück, ihr Bastarde! Lyris! Warum hockst du hier so was? Die verfluchten Schatten sind überall. Wo ist Verandis? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich weiter den Weg entlang. Diese Anhöhe hoch. Wir finden ihn. Da sollte er gleich kommen. Verandis? Die Götter! Himmel! Das muss der Schwarzsturm sein. Oh! Er muss uns zu Radha Al-Saran führen. Folgen wir dem Sturm. Hoffentlich tut Verandis das auch.
Da bin ich mir sicher. Sieht übrigens aus wie ein Kramsturm, nur in Schwarz. Okay. Radar, hört auf! Ich will nicht kämpfen! Seht euch an, Verandis. Das schwarze Herz überwältigt euch. Hört ihr das? Stimmen im Sturm. Ich werde nicht... Werdet ihr euch aus Trotz mir gegenüber für Tod und Verdammnis entscheiden, alter Mann? Verandis hat Probleme. Wir müssen uns beeilen. Verandis. Ihr habt unseren Traum nicht vergessen. Kann man hier abkürzen? Nur die Hoffnung verloren. Das ist mein Geschenk an euch. Hallo. Ich kann euch retten. Boah, ich kann Säcke. Uns alle retten. Erlösung ist zum Greifen nah. Ihr müsst sie nur annehmen. Haben die das extra gesperrt, damit man nicht durchspringen kann und das abkürzen kann? Aber wir sind gleich nicht da, Lyris. Molag Baal kann uns hier gefährlich werden. Die graue Schar wird eine unaufhaltsame Macht werden. Nichts bleibt uns verwehrt. Radar, euer Traum war niemals meiner. Es endet hier. Verandis, wir sind fast frei. Verandis! Schließt euch den Verlorenen im Molag Baals Griff an, Verräter! Jetzt bist du tot. Seht zu, Verandis, wie ich vernichte, was euch am Herzen liegt. Oh, das wird mir gefallen. Das in bitterem Blut neu geschmiedete Schwert. Och nee, kommt, Leute. Ihr werdet es bald spüren. Warum müssen die mal ein Schild haben? Und vor allen Dingen immer genau... Derer, die euch überlegen sind. Ich werde die Grenzen meines Königreiches mit eurem Blut ziehen. Erstmal gegen das Schild zurück. Ist das alles, was ihr aufbringen könnt, Verandis? Ist das alles, was ihr könnt, Igel? Durch Gewalt werden wir niemals siegen. Wir brauchen eine neue Strategie. Er hat doch nur 11.000. Ich spüre, dass das schwarze Herz an diesen Seelen fährt. Bezwingt mehr von der grauen Schar. Ich habe einen Plan. Ja, aber der hat doch nur 11.000 Leben. Wieso geht der nicht runter? Macht weiter! Nährt das schwarze Herz mit ihren Seelen! Ich brauche seine Macht! Machen wir! Gesammelten Seelen müssen freigelassen werden. Machen wir. Ich habe eine Falle gewebt. Bringt Radar zu mir. Ja. Basti, geh raus. Haha. Könnt ihr das schwarze Herz gegen mich wenden? Marschiert, Legion, und gewinnt eure Erlösung! Na, ich wusste es. Tollpatschiges Vieh. Kann er mal stehen bleiben? Genau so. Ich brauche noch mehr Seelen, um Radar wieder einzufangen. Weiter gegen die graue Schar. Kommt, meine Brüder und Schwestern, verschlingt sie. Ja, wenn die denn mal angreifbar sein würden. Diese Macht wäre den Preis wert gewesen. Seelenfalle bereit! Hier wird er verwundbar sein!
Das ist gut. Genug von eurem sinnlosen Trotz. Verandis? Hallo, Verandis. Gute Reise. Wir haben die Macht der Falle erschöpft. Schickt mehr Seelen in das schwarze Herz und ich werde eine neue beschwören. Ja, dann mach mal hin. Kommen doch keine Seelen mehr. Hallo, Seelen? Ich brauche Seelen. Also Leute, die ich töten kann. Die Arbeit von Jahrtausenden wird nicht durch euresgleichen vernichtet. Ah, endlich. Ich beschwöre gleich die Seelenfalle. Macht euch bereit. Zieht Rana in die Seelenfalle. Komm, komm. Die Arbeit von Jahrtausenden wird nicht durch euresgleichen vernichtet. Oh, Basti, ganz ehrlich, komm nach hier. Wenn ich den aber rausmache, tankt er den gar nicht mehr. Basti, heute noch. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Basti, du Blödmann. Ich weiß nicht, wie lange den noch halten können. Gute Reise, Wicht. Guck, ich mache ihn mal raus. Also, das bringt ja nichts. Der geht nicht. Wieso geht der nicht? Weil ich nicht ihn drin habe, sondern den Trank. So, jetzt komm zu mir. Ihr wagt es, die Seelen, die ihr verraten habt, gegen mich zu wenden? Von eurem sinnlosen Trotz. Das schwarze Herz ist aufgezehrt. Bezwingt mehr von der grauen Schar. Ja, ich bin noch dabei. Ich hätte Erlösung für uns beide finden können. Oh, der Schwarzsturm tobt. Ich muss ihn kontrollieren. Das wird euch töten. Wenn ich den Schwarzsturm nicht aufhalte, wird mein Tod noch unsere geringste Sorge sein. Ihr Götter, diese Macht. Es ist genauso, wie Radar sagte. Ich... verstehe! Der Schwarzsturm darf noch nicht enden! Ist? Ihr und Lyris müsst gehen. Solange ich noch die Macht des Schwarzen Herzens besitze, kann ich ein Tor zum Planetarium öffnen. Kehrt nach Hause zurück. Ihr kommt nicht mit? Ich kann den Schwarzsturm nur von hier aus kontrollieren. Ich begreife nun, was getan werden muss, um ihn aufzuhalten. Ich kann die Macht des Schwarzen Herzens ein letztes Mal nutzen.
Sobald ich fertig bin, wird die Kraft verbraucht und unser Tor zum Planetarium verschlossen sein. Versteht ihr? Gibt es keinen anderen Weg? Keinen, der alles wieder in Ordnung bringen könnte. Ich habe diese Tragödie herbeigeführt. Durch meine Einfalt, durch meine selbstsüchtigen Wünsche, durch meine verdammten Ideale und meine Neugier. Das ist mein Schicksal, nicht eures. Ich verstehe. Wie komme ich jetzt hier raus? Hallo? Achso. Nun gehabt euch wohl. Ich will euch nichts schulden, Verandis. Habt Vertrauen in Radas Geschenk. Hoffnung. Ihr seid zurück. Aber wo ist Verandis? Er blieb zurück. Es tut mir leid. Nein. Er hat versprochen. Er hat es mir versprochen. Es war der einzige Weg, um... Seht doch! Das schwarze Herz! Es schläft! Verandis muss es geschafft haben. Er hat den Schwarzsturm aufgehalten. Arana? Ich atme. Ich bin am Leben. Arana! Ich bin keine Illusion. Fleisch und Blut. So lebendig, wie man nur sein kann. Wie kann das sein? Das weiß ich selbst nicht. Ich erinnere mich daran, hier zu sein. In diesem Raum. Ich erinnere mich an die Wunde. Dann an nichts außer einer eiskalten Strömung, die mich in die Tiefe zieht. Ich ertrank so lange Zeit, bis mich eine warme Hand herausfischte. Wer? Ich konnte nichts richtig sehen. Ich nahm nur Wärme und Licht wahr. Doch dann war da eine Stimme, die mich führte, mich zurückrief. Sie klang wie Verandis. Verandis hat euch ins Leben zurückgeholt? So war ich hier stehe. Es war Verandis, der mich hierher geführt hat. Ich verstehe nicht viel von dem, was da vorgefallen ist, doch dessen bin ich mir sicher. Dessen und dass ich nicht allein zurückgekommen bin. Ihr wollt sagen, dass noch andere mit euch zurückgekommen sind? Da ertranken noch viele andere in diesem eisigen Strom. Ich bin mir sicher, dass ich nicht die Einzige war, die ans Ufer gezogen wurde. Es ist nur ein Gefühl, aber ein sehr starkes. Ich will nachsehen, ob sich dieses Gefühl als wahr erweist. Wohin seid ihr unterwegs? Markart. Dorthin rufen die Geister mich jetzt. Ich mag diesen Ort nicht. Doch dort brauchen mich meine Leute. Wegen unserer letzten Begegnung. Ihr habt getan, was ihr für das Beste hieltet, und der Preis, den ich entrichtete, wurde wieder gut gemacht. Niemand von uns hätte sich vorstellen können, dass uns unser Pfad hierher führt. Doch ich beschwere mich nicht über den Ausgang. Ganz und gar nicht. Hab ich das richtig gehört? Verandis hat diese Frau wiederbelebt? Nicht nur von den Toten auferstehen lassen, sondern tatsächlich in Leib und Seele wiederhergestellt? Das behauptet Arana. War es das, was der Graf meinte, als er sagte, er würde die Dinge in Ordnung bringen? Er hat den Schwarzsturm nicht nur aufgehalten, er hat ihn benutzt, um die Seelen aus dem schwarzen Herzen zu befreien. Wir müssen unbedingt nach Markart. Warum diese plötzliche Eile? Hat Rada al-Saran dort nicht die Seelen für das schwarze Herz geerntet? Wenn Verandis sie alle freigelassen hat, hat Arana vielleicht recht und sie ist nicht allein zurückgekehrt. Das ist etwas, was wir mit eigenen Augen sehen sollten. Verstanden. Geht ihr nur schon einmal weiter. Fenn und Gwendis könnten einen Augenblick für sich brauchen. Ich werde dafür sorgen, dass sie sicher nach Markart kommen. Glaubt ihr wirklich, Verandis kann Markarts Tote zurückbringen? Ohne Eingreifen eines Göttlichen sollte es unmöglich sein, auch nur eine einzige Person ins Leben zurückzurufen. Doch wir wurden Zeugen, wie die Graue Schar dies sogar mehr als einmal geschafft hat.
Wenn der Schwarzsturm tatsächlich irgendeine Ähnlichkeit zu den Gramstürmen im westlichen Himmelsrand hatte, könnte es vielleicht möglich sein. Geht einfach. Bitte. Fenn? Ich hoffe, ihr habt recht. Wenn Vater es geschafft hat, einen Teil des Leids ungeschehen zu machen, das die graue Schar verursacht hat, dann weiß ich, dass er im Frieden mit sich sein wird. Wo immer er auch sein mag. Nun gut, ich mache mich jetzt auf nach Markarth und wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. Bis gleich. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.